Ja, was ich gesagt habe, als man mir vorgeschlagen hat, Kellner zu werden, war es so, dass ich spontan gesagt habe, auf keinen Fall werde ich meine Freunde jetzt vom Gymnasium später bedienen. Das mache ich nicht. Und ja, später habe ich natürlich gern bedient, aber so war es damals. Und dann sagte der, der das vorgeschlagen hatte mit dem Kellner, ja, dann bleibt aber noch hoch, weil da hat man ein Zimmer und das Essen und 20 Mark. In anderen Bereichen wäre das nicht der Fall gewesen. Dann habe ich gesagt, oh, gut, dann werde ich Koch. So ist es gekommen. Also Gerd von Paczynski, Wolfram Siebeck und Klaus Besser waren alle im Fernsehen oder im Radio oder bei Zeitung, bei der Zeit immer links. Also links von der Mitte, linksliberal mindestens. Und die sind ja die sehr guten Tester geworden, die auch was vom Leben schon hinter sich hatten. Das war gut. Und bei den Köchen ist es so, also ich wäre wahrscheinlich aus der Gastronomie rausgegangen, wenn das nicht gekommen wäre mit der Neue Cuisine. Die hat mich derartig angesprochen, dass ich wie im Rausch 10 Jahre bin ich hier rumgerannt, hatte aber keine Drogen genommen, außer meiner Rival nach Feierabend und ein Glas Rotwein. Ich bin wie im Rausch gewesen, weil es war so schön, dass man die Akzeptanz bekommt von den Gästen für die Arbeit, die man macht, mit solch tollen Produkten. Es war einfach notwendig, dass man berufsethisch war das ideal. Ja, da ist alles zusammengeflossen, was ich gelernt hatte inzwischen. Ich war ja nach der Lehre dann noch in Zürich und war in Lausanne. Lausanne war übrigens Charlie Chaplin Stammgast. Der hat zum Beispiel sehr gern ganze schwarze Trüffel gegessen, 3 Stück. Es war eine Zusammenfassung von dem, was ich alles aufgenommen habe. Ja, also es gab das Matsches Hausfrauenart, es gab die Lady Kirsten, es gab das Chateaubriand, meinetwegen noch mit Sauce Bernays oder meistens Kräuterbutter und Pommes frites und mit einem Leipziger allerlei, das allerdings meistens aus der Dose kam und oder Kroketten und solche Geschichten. Und ja, das Größte war, wie gesagt, die Lady Kirsten als besondere, die Tomatensuppe, klar. Und die neue Küche, die dann plötzlich entstanden ist, die hat ja als Credo, dass man nur mit frischen Produkten arbeiten darf und dass nichts totgekocht werden soll und dass die Fonds sehr wichtig sind, also Reduktionen von Fonds und so. Und das haben wir zum Teil vorher schon, zum Beispiel im Grabtor in Lausanne, auch schon gemacht, zum Teil. Und das hat man dann hier verstärkt. Ja, die Lebensmittel, die waren schwierig zu bekommen. Es gab dann später, ja, sehr viel später, das Rangis Express. Aber damals war das noch nicht der Fall. Und da hat Eckhard Witzigmann, der übrigens auch im Erbrins war vorher, aber kurz bevor ich dorthin kam, dann zu Heverling ging, mit dem habe ich mich kurz geschaltet, weil ich wusste, dass er einen Kühlwagen namens Moby Dick immer nach Paris schickt. Und ob ich mich da nicht reinhänge, hat gesagt, selbstverständlich. Und das haben wir dann so gemacht. Und da war ein Koch, der da gefahren ist. Der hatte dann so eine Liste, was ich alles brauchen könnte. Aber der hatte ja die Freiheit, noch was dazu. Also da plötzlich die Langostinos noch dabei gewesen, die wir gar nicht drauf hatten, weil er das gesehen hat, dass die ganz frisch gekommen waren. Und das haben wir dann abgenommen und haben dann miteinander das abgerechnet. Umgeladen haben wir an der Autobahnraststätte Wunnenstein, weil die Autobahn hier, die A6, war noch gar nicht fertig. Und das waren natürlich im Wesentlichen besondere Fische wie die Rouge Barbe, wie Langostinos, aber auch Kräuter, Früchte,
Auch Ludemeyer von einer unglaublichen Qualität, wenn man sie in Deutschland eben nicht bekommen hat, vor allem nicht so frisch, weil der ist morgens losgefahren in die Hallen und da kam das gerade an, ganz frisch vom Meer. Und das sah man dann auch an den Kiemen. Also es war eine wahnsinnige Explosion an Frische, ja, und damit an Qualität. Ja, wir waren gerade am Umladen, eben in mein Auto. Und dann plötzlich sprangen da drei, vier Leute aus dem Busch und mit Maschinenpistolen. Das war die Zeit der Entführung von Martin Schleyer. Und die haben uns beobachtet und meinten, wir wundern, was da jetzt jemand verpflegen. Und das hat sich natürlich dann rausgestellt. Und da haben wir alles fallen lassen. Mann. Und zufällig war noch Essen und Trinken, waren noch Journalisten da, die haben das mitgekriegt, als wir zurückkamen. Und dann kam das auch noch in der Zeitung. Ja. Ich wollte komischerweise Frauenarzt werden. Und ich bin als Einziger von der Volksschule aufs Gymnasium gekommen. Damals musste man noch eine Aufnahmeprüfung machen. Zwei Mädchen sind durchgefallen, ein Jahr später nochmal durchgefallen. Also ich war der Einzige und hatte auch in Waldshut 35 Kilometer, musste ich fahren von Stühlingen an der Schweizer Grenze. Jeden Tag hinfahren und am Anfang hatte ich auch Schwierigkeiten. Man verliert die ganzen Freunde zu Hause, ist dann plötzlich mit ganz anderen zusammen. Und ich habe auch geschwächelt, aber dann ab der vierten Klasse, gerade die Untertertiär, war ich sehr gut. Und gerade als mir so richtig gefallen hat, musste ich weg, weil mir unser Geschäft zusammengebrochen ist. Anscheinend hätte es auch einen Vergleich getan, aber es war wohl, ich habe das nicht verstanden. Jedenfalls war die Kindheit bis dort ganz schön. Aber wir hatten auf einmal kein Geld. Mein Vater war immer schon krank, sehr krank. Ich war mit 73 dann schon gestorben, obwohl man ihm gesagt hat, er wird gar nicht so alt. Er hat in jungen Jahren schon Parkinson gehabt. Meine Mutter hat das Modehaus geführt, er den Kolonialwarenladen. Und wie gesagt, plötzlich war es halt vorbei. Es wurde verkauft und ich musste dann was lernen. Ja, und so bin ich dann Koch geworden. Und ich habe sehr gelitten unter dem Mangel an Bildung, die ich wollte. Ich habe dann Karl Jaspers gelesen und natürlich den Spiegel und nicht die Bild-Zeitung und habe immer versucht, nebenher noch was dazu zu lernen. Aber es war für mich leicht, in der Küche gut zu sein, weil man muss auch denken beim Kochen. Und das konnte ich relativ früh. Und die damaligen ausgelernten Köche, die mir auch da hatten, die konnten das weniger und damit habe ich die überholt, was allerdings zu früh war mit 16. Was braucht ein Koch als Stärke, um Verantwortung zu übernehmen? Es ist schon so, dass ich schon im Kindergarten eigentlich gesagt habe, was wir jetzt spielen, ja? Also im Sandkasten. Das war schon immer so ein bisschen bei mir. Beim Fußball auch habe ich so ein bisschen den Ton angegeben, obwohl ich dort auch Team Work natürlich gelernt habe. Das war übrigens der Grund, warum ich zuerst nicht Koch werden wollte, wegen Fußball, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, das kann man oder man kann es nicht. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich gut mit den Menschen umgehen kann. Ich sage, nach etwa einem halben Jahr in der Lehre habe ich einem Mitpatissier, ein älterer Herr, abends gesagt, dass ich am nächsten Tag nicht mehr komme, weil der Küchenchef nur an mir rumgemacht hat. Alles war verkehrt. Ich habe auch erst mal nur Spinat geputzt und so, aber auch das war nicht richtig. Aber dann später auch am Herd, alles war verkehrt. Und das konnte ich überhaupt nicht haben. Und dann sagte er, dieser ältere Herr, der Patissier, ich sei verrückt, er würde mir jeden Abend erzählen, er würde ihm jeden Abend erzählen, dass er dafür ein Talent hätte. Anscheinend hat er da was gemerkt. Und ich habe gesagt, nein, ich komme nicht mehr. Und am nächsten Morgen sind die zwei Herren zu mir ins Zimmer und habe gesagt, Adibar, hat er gesagt, weil ich so groß und dünn war, Adibar, komm, wir probieren es doch mal. Und
Da bin ich halt hinterher wieder hergetrottet. Und ab diesem Zeitpunkt hat er mich gelobt. Und dann ist es aus mir herausgebrochen. Also ich habe oft Leute im Büro gehabt, nach 6 Wochen, die wieder gehen wollten. Und ich habe gesehen, dass die eigentlich gut sind. Und dann habe ich gesagt, wieso ist es schon gehen? Er sagt, ja, es ist mir zu genau und zu stressig. Und dann habe ich gesagt, und er hätte in Lankersdorf daheim und so, ist oft gekommen, der braucht das sowieso nicht. Dann habe ich gesagt, du hast so ein Potenzial, du musst es ausschöpfen. Ja, wenn du die Genauigkeit hier lang genug übst, dann bist du in dem Landhotel Landhotels überlegen. Weil da kommt irgendwann jemand und will den 50. Geburtstag mit dem und dem Buffet und so. Und du kriegst ja ein anderes Ich-Gefühl. Das Hotel gibt ja was vor. Es ist zuerst einmal das Schloss, das ist der Mittelpunkt. Es ist ein Landhotel, also es ist kein Stadthotel. Von daher hat sich auch angeboten, dass ich ganze Stücke gemacht habe, am Tisch tranchiert habe. Da musste ich auch sehr viel Schulungen machen. Und die Umgebung insofern natürlich ist klar, die Natur spielt hier eine wesentliche Rolle. Die ist immer mitgepflegt worden. Wir hatten immer einen sehr guten Gärtner, der Herr Roth, der bis zu seinem Tod fast hier zugange war. Und die Blumen haben wir nicht von einer Gärtnerei machen lassen, sondern da war eine Frau aus der Gegend, die das ganz toll gemacht hat, wo man gesehen hat, das sind also Gestecke, die speziell sind, so ganz eigen, also wirklich so wie homemade. Und von daher haben wir immer so, ja, natürlich die Umgebung mit einbezogen. Ja, bedienen ist für mich wirklich eine Stärke, muss ich aber auch erst lernen. Ich war die ersten 5 Jahre fast nur in der Küche und habe dann gemerkt, dass das absolut notwendig ist, dass die Sachen, die mir so gut zubereitet haben, auch richtig serviert werden. Dadurch bin ich schon mehr in den Service gegangen und habe die Leute auch geschult und habe gemerkt, dass das Bedienen so wichtig ist wie das Kochen. Und es wird innerhalb der Brigade immer so gesehen, der eine kocht, wer ist der Koch, wer ist der Kellner? Also sagt man, der Koch ist der Große und der Kellner ist der, der es da hinkriegt. Und das stimmt nicht. Es ist so, dass ich dann oft in die Küche gesagt habe zu den Köchen, stellt euch vor, ihr geht mit der Familie irgendwo essen, nehmt ein 4-Gang-Menü und der Kellner ist ganz famos, also der begrüßt euch richtig, nimmt richtig auf, spricht mit euch, wenn es notwendig ist, spricht nichts, wenn er nicht notwendig ist. Und, aber ein Gericht ist daneben. Und dann stell dir vor, es sind 5 Gänge oder 4 Gänge, alles ist perfekt, aber der Kellner schwätzt immer dazwischen rein und ist vollständig vorlaut. Und wie geht der Abend aus? Und da war es dann klar, dass das natürlich alles kaputt macht. Wir hatten eine gute Servicebrigade, also wir hatten mal genug Leute. Und das war sehr wichtig. Ja. Wie gesagt, Service ist sehr wichtig. Ja, also der beste Service, der mir je begegnet ist, war im Grab d'Or in Lausanne. Das war damals das beste Restaurant im Kanton Watt. Also später war es dann in Grissier, war es dann ein anderer, aber das war das Grab d'Or. Und die hatten lauter Italiener. Und die haben zum Beispiel am Tisch haben die einen Fruchtsalat gemacht, wo alles, der Apfel, der Orange, alles am Stück war. In einer Geschwindigkeit, mit einer Perfektion, mit den Händen, mit dem Messer und geschnitten. Das hat mich wahnsinnig und aber auch sehr gut tranchiert am Tisch. Das habe ich zum Teil übernommen, also das mit dem Fruchtsalat nicht, aber das mit dem Tranchieren. Und wie gesagt, auch diese Trüffel, von denen ich erzählt habe, auf dem glühenden Asche wird der serviert, der wird ja erst in Bauchspeck eingewickelt, dann Pergamentpapier, dann Alufolie und dann wird er 20 Minuten in einem Fond gekocht, der von Geflügel, aus Geflügelknochen hergestellt wurde und zum Schluss sticht man da ein paar Mal rein, da geht auch noch ein bisschen was raus vom Trüffel, aber nicht viel.
dann ist der Fond auch noch sehr, sehr gut. Und dann macht man das, nimmt man den raus, nimmt den auf die glühende Holzkohle, die wir draußen hatten am Grill. Und da hat er so ein Silbergefäß gehabt. Und dann haben die Kellner auch erst das Alufolie weggemacht, dann das Papier, dann den Speck. Und dann hat das ganze Restaurant nach den Trüffeln gerochen. Und dann haben sie sich in eine hauchdünne Scheiben geschnitten und nur mit Beurre Blanc und ganz dünnem Toast gegessen. Sowas, das muss man im Service machen. Das kann man nicht in der Küche machen und dann hintragen. Ja gut, also es war von 74, 75, 76 bis in die 90er Jahre, bis zur Wiedervereinigung, war das schon so, dass alle wegen der Küche gekommen sind und das tatsächlich ein Restaurant mit Zimmern war. Aber ich wusste immer, dass da noch was dazukommt. Ich wollte auch mit dem Fürst einen großen Pavillon bauen und wollte was in Literatur machen, mit Literaturlesungen und so. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe so Angst gehabt, den Betrieb in den Griff zu kriegen. Und dann hat es geheißen, das ist ein Stern, da haben wir überhaupt keine Notiz genommen davon. Auch nichts in der Zeitung gestanden. Ganz, das, ein Stern, das war für mich sowieso klar, dass wir das sind. Ja, also beim zweiten Stern, da habe ich meine Frau in die Luft geschmissen. Ich gesagt, jetzt klappt aber bei uns einiges. Ja, nachdem ich so eine Art Burnout hatte, ich habe es ja auch falsch geführt, das Hotel. Also falsch geführt im Nachhinein. Ich habe alles selber gemacht. Und ja, zu viel gleichzeitig. Und dann haut es einem zusammen. Ich hatte das mit 17 Jahren schon mal kurz mit den Nerven. Und ja, und in der Zeit war ich dann auch nicht gut. Und dann haben wir den zweiten Stand verloren. Dann habe ich mich aber wiederholt. Es ging immer noch ein paar Wochen. Und dann haben wir ihn als erstes Betrieb, der verloren hat, überhaupt wieder zurückgekriegt. Und das war natürlich dann auch nochmal ganz toll. Dann haben wir ja ein Fest gemacht in der Jägerstube mit allen Ehefrauen von den Mitarbeitern, die dabei sein durften. Weil die waren ja auch die Leidtragenden, die mussten immer lange warten, bis die Leute nach Hause kamen. Und da haben wir richtig, habe ich gesagt, die ersten zwei Sterne waren meine und jetzt sind die zwei von euch jetzt. Und die waren auch gesünder dann, besser und haben auch 14 Jahre gehalten. Ja, ohne meine Frau hätte ich die ersten 10 Jahre zumindest, die enorm hart waren, niemals geschafft. Und sie hat mir den Rücken freigehalten für die Rezeption, für was sie am Anfang auch noch gemacht hat, aber dann abgegeben hat. Also Rezeption, Service und Küche hatte ich freie Hand. Und sie hat die eigene Waschküche, die wir damals noch hatten, die Zimmerfrauen, die Spülküche. Sie hat ein unheimliches Herz für die sogenannten Underdogs, die aber ja sehr wichtig sind. Und das hat sie mit uns gemacht, aber sie wollte nie nach vorne. Sie wollte das nicht. Sie wollte immer im Hintergrund sein, hat immer weiße Schürze getragen. Und die tiefste Freude war, wenn man sie für normales Personal gehalten hat, sie hat Trinkgeld bekommen. Das hat sie gefreut, ja. Ja, ja, das war in einem Interview, als wir das erste Mal die zwei Sterne verloren hat, 83, da war ja die Aline schon auf der Welt, 82, und zwar 84 oder 85, dann habe ich gesagt, also die wichtigen zwei Sterne sind meine Töchter an der Hand. Wenn ich jetzt noch über den Garten laufe, dann habe ich zwei Sterne nach wie vor. Und das sind die ganz wichtigen Sterne. Wir haben ihn dann allerdings ja wieder gekriegt und das war natürlich auch eine große Freude.